Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Okay, nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Bleiben Sie in der Nähe von Axel. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Toll, da war jetzt ein bisschen Schrott am Liegen. Aber mehr auch nicht. Also, gut, dann gehen wir mal weiter. Da liegt aber noch was. Nee, doch nicht. Doch. Das ist eine Taschenlampe? Wie geil. Oh, wir haben eine Uhr. Das ist bestimmt die Apple-Uhr, die neue. Jetzt habe ich schon wieder Schleichwerbe gemacht, Entschuldigung. Samsung-Uhr. Halten Sie, um die Taschenlampe aufzuladen. Ach du Kacke. Jetzt haben wir endlich eine Taschenlampe. Ich werde erstmal speichern. Ja, gleich. Excel. Foley. Wir nennen ihn einfach mal Excel Foley. Ich habe ihn jetzt einfach mal so getauft. Okay, aber was hat das denn zu Oh, Schrott. Was hat er denn zu bedeuten, dass wir hier, gedrückt halten, um die... Du sollst ausgehen. Ach, da unten haben wir jetzt eine Batterieanzeige. Ach so, das fällt mir jetzt erstmal auf. Okay. Können wir denn noch ein Medikit herstellen? Nein, da fehlen uns noch zwei Sachen. Fackel haben wir eine. Können wir die Fackel nicht irgendwie ablegen? Aber egal. Naja, weiter geht's. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Boah, ist das... Hier, damit ich ihn nicht vergesse. Ziel aktualisiert. Finden Sie den Schachteingang. Was, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja, supi. Och nein, dass es noch dunkler geht. Hätte ich jetzt nicht gedacht in dem Spiel. Aber man sieht's ja. Ich sehe gar nichts ohne Taschenlampe. Und das kann heiter werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Juhu. Ich kriege auch Zustände. Wenn du mich von der Seite anquatscht. So. Ach du Scheiße. Leute, ich glaube, jetzt wird's gruselig. Was haben wir hier? Ausweiskarte einsammeln. Juhu. Ich frage mich, wofür die sind. Vielleicht kann man die irgendwo im Inventar lesen. Wo ich jetzt gerade... Die Taschenlampe geht aber relativ zügig leer. Taschenlampenbatterie. Aha. Also brauchen wir auch noch Batterien. Das kennen wir ja, naja, von Outlast. Also... Da brauchen wir uns ja... Da brauchen wir uns ja keine Gedanken machen. Das kennen wir ja alles. Und ich glaube, ich möchte hier nicht im Dunkeln stehen. Ob wir auch Waffen bekommen? Man weiß es nicht. Hier sind überall so Lüftungsschächte, wo wir aber nicht rein können. Und überall Koffer. Da liegt noch was. Da liegt eine Batterie, glaube ich. Ja, sehr schön. Was haben wir hier? Oh, noch eine Batterie. Wir müssen den Eingang von diesem Schacht finden. Die Frage ist nur, wo? Waren wir, da hinten waren wir noch nicht, ne? Ach so, okay. Ja, und jetzt? Wie halte gedrückt? Ach so! Ach, okay. Ach du Kacke. Ja, das ist ja mal wirklich dunkel dann, wenn das... Wenn die Taschenlampe ausgeht. Da ist ein Schacht, da waren wir aber, glaube ich... Ah, hier. Komm, beeil dich mal ein bisschen. Hier ist es ganz schön dunkel. Ich spare mal ein bisschen Batterie. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Brust zusammen. Ist unter Kontrolle. Mann, ist das spannend. Los jetzt. Na, geht's mal? Miau. Ja, ich würde sagen, wir klettern mal da rein und schau mal, wo uns hinführt der Axel Foley. Ja, beweg dich. Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Mein Gott. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Okay. Guter Tipp. Definitiv.
Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich hab was gehört. Oh, oh. Ja, schon gut. In Ordnung. Es stimmt immer irgendwas. Nicht. Komm. Nicht, dass der sauer wird. Wir schaffen es, das verspreche ich. Folgen Sie mir. Da war auf jeden Fall ein Speicherpunkt, den werden wir definitiv nutzen, weil ich weiß nämlich nicht, was jetzt passiert. Ja, ich werde echt mal eben kurz speichern. Boah, wie lange das dauert. Erinnert auch ein bisschen an Half-Life, so diese Speicherpunkte mit den Medipacks. So, wo ist er denn hin? Ach da. Darf ich da hinten auch nochmal lang, oder... Nicht die Taschenlampe anmachen, okay. Leise. Ja, ist doch gut. Psst. Halt. Ach du Scheiße. Ja, bin ja schon hier. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wie ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Welche Tür? Ach da. Welcher Generator? Sie machen weniger Lärm. Hey, na super, ganz toll. Ziel aktualisiert. Finden Sie einen Weg, um die Plünderer abzulenken. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo der Generator ist. Ich werde mal im Schatten bleiben. Das ist, glaube ich, eine gute Alternative. Wo ist denn dieser Kack-Generator? Und welche Tür mal... Ach, die Tür mal... Wow, die haben auch Lampen. Oh nein. Boah, bleib bloß weg. Was? Haben die uns jetzt gesehen oder nicht? Ist das der Generator? Oh ja, Gott sei Dank. Ja, dann müssen sie nachsehen, definitiv. Die Frage ist jetzt, darf ich jetzt hier vorher schon... Was? Was? Okay. Ja. Natürlich den aktuellen Speicherstand. Wir sind das erste Mal gestorben. Wow, ist ja unglaublich. Also haben die uns doch vorher schon gesehen oder irre ich mich da jetzt? Jetzt gehe ich trotzdem erstmal hier gucken. Weil es könnte ja sein, dass hier vielleicht was ist. Oh, hier ist ein Fahrstuhl. Den können wir nicht nutzen. Und hier kommen wir auch nicht weiter, ne? Nee. Okay. Ach ja, hier ist ja quasi... Ach, da hinten haben wir ja gesessen. Stimmt ja. Ja, richtig. Ja, aber das ist echt dämlich. Ja. Du hast eine Knarre. Kannst du mir mal geben? Die gucken doch schon auf uns. Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden Sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Ja, super. So, ja, wir müssen zum Generator, aber das war ja erstmal schon ein Fail. Von gerade. Aber die zielen doch schon auf uns. Also sehen die uns doch schon, oder nicht? Die Frage ist doch, wie kriegen wir denn hier, oder wie kommen wir denn hier vorbei? Hallo? Nein, die kommen doch schon hier hin. Ich würde mich an ihrer Stelle umdrehen. Hören Sie mich? Ja, toll.
Ja, hier, Hendo. Ja, wie soll ich denn da... Ah, hier. Ah, okay. Ah, ja. Jetzt, ja. Aber das machen wir nochmal, denn... Ja. Denn jetzt habe ich rausgefunden, dass da eine Klappe ist. Und wenn wir da kein Leben verlieren, können wir direkt durch die Klappe abhauen. Das habe ich gar nicht gesehen beim ersten Mal. Okay, also laden wir es natürlich nochmal. Natürlich. Das muss auch einer nochmal sagen. So. Cool. Geile Atmosphäre. Geil. Geil. Auf jeden Fall. So. Ja. Ist ja gut. Psst. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie... Was? Ey, die haben noch... Hallo? Hallo? Ey, das gibt's doch nicht. Ich hab doch da im... Was ist das denn? Hä? Verstehe ich nicht. Ach, wisst ihr was? Ich mach mal einfach so. Vielleicht müssen wir auch langsamer gehen im Schleichen. Ich weiß es nicht. Ja, ist doch gut. Psst. Ich werde jetzt mal ganz langsam. Vielleicht sehen die uns dann nicht. Aber die gucken doch schon wieder auf uns. Das gibt's doch nicht. Ich werde trotzdem einfach mal versuchen, jetzt hier durchzurushen. Das nehme ich noch mit. Das hat ein bisschen besser geklappt. So, aber ganz schnell den Generator aktivieren oder ausschalten. Und dann ganz schnell durch die Tür hier unten. Aber ganz schnell. Puh, das hat ja mal supi geklappt. Wow! Wow! Was war das? Alter! Alter! Ja, und jetzt? Gute Arbeit, Ripley. Ja, toll, gut. Als ob das so eine gute Arbeit war. Naja, okay, Sie sind noch in der Nähe. Ja, kommen Sie zusammen mit Axel. Mit Axel Foley. Oh, da liegt Schrott. Und ich werde mal eben ganz schnell nachschauen, was das Medikit sagt. Okay, wir werden mal ein Medikit nehmen. Besser ist das. Und speichern. Auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt mal nicht gedacht, dass es so knallhart sein kann, das Spiel. Haben wir hier noch was liegen? Wie weit noch? Nee. Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist Ihr Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz Ihren Erwartungen, wie? Nö. Achso, okay. Dann gehen wir mal vor. War anscheinend... Müssen wir... Mann, sieht das toll aus. Wow. Boah, diese Geräuschkulisse, die macht mich jetzt schon wieder fertig. Bin ich ganz ehrlich. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. So, dann gehen wir mal hier eben zugreifen hier auf die Datenbank.
Was wir da Schönes haben. So, ein Auge zudrücken. Es habe endlich das erwähnte Zeug gerettet oder ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll, Sinclair. Hat ein seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass sie irgendetwas, nee, dass ihnen irgendetwas auffallen würde. Qualität hat ihren Preis. Bailey. So, warte mal, Moment, da waren 2 Sachen, ne? Wie blätter ich denn hier? Leute? Bei mir geht Licht aus, von alleine. Die Lampe steht da. Circa 1,5 Meter von mir entfernt und die geht von alleine aus. Okay. Hallo? Okay. Nursen, Lenoard. Sie beide haben die ersten Schritte an der Tür, also aufpasst. Sie haben die erste Schicht an der Tür, also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin und wir wollen keine Einbrecher, nur weil sie die Anweisung nicht richtig gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel. Muss man das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art, dafür zu sorgen, dass hier alles sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie jeweils den anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss. Das gilt nur für uns und sonst niemanden. Egal wie sehr jemand bettelt und was für ein herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als Einzelster übrig. Vertrauen Sie niemanden. Joe. So, was haben wir hier noch? Freigeben. Nee, da ist doch noch was für ein Freigeben. Wie gebe ich denn... Da, Freigeben. Inventar. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder auf der Liste abgehakt werden. Aspirin 4, Konserven 32, Müsli 6 Packungen, Wasser 4 Gallonen, Zahnpasta 12 Tuben, Zigaretten 3 Stangen, Toilettenpapier 26, Rollenklebeband 6, Rollmedikit 2, Milchpulver ist auch geil, Milchpulver 52. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente schnappen, alle an dieser selben, nee, an dieselben Personen adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay, also gab es auch schon Ressourcenknappheit in einigen Zeitpunkten. So. Ja, weiter geht's. Warum guckt er uns denn so an? Verstehe ich auch nicht. Manchmal geht er vor, manchmal müssen wir vorgehen. Ganz komisch. Naja. Aber hier ist zu. Er ist aus. Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ja, und jetzt? Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie Hallo. Zu dir auf Hallo. Der anderen Seite. Hallo, okay. Ja. Wo ist denn... Achso, ah, hier ist die Konsole. Ach, jetzt, okay. Das kann noch gar nicht... Hallo? Das kann nie im Leben gut gehen. Auf gar keinen Fall, dass das... Der haut doch ab, hundertprozentig. Oder der wird irgendwie geschnappt. Fertig. Auf 3. 1, 2, 3. Axel, hinter Ihnen. Ich komme. Retten Sie Axel. Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los!
Wow. Shit. Okay. Prost zusammen. Wir müssen los. Jetzt. Ach du Scheiße. Wow. Wow, 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 wow. Lauf, 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 lauf. Okay. Sie haben ihn getötet. Wenn er mich töten wollte, er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Huh. Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Ja, das war's dann wohl mal mit Axel Foley. Der hat sich so mal eben... Was zur Hölle war das? Das hat sich mal so eben erledigt mit Axel Foley. Von da kommen wir. Weiter. Ja, ich will mich noch eben umsehen wegen Ressourcen. Er ist durch das Loch verschwunden. Und, ich gehe davon aus, dass wir jetzt erst einmal die Begegnung haben werden mit dem Alien. Ich, mal die Taschenlampe aktivieren werde. Zumindest für diesen Bereich hier mal eben, ganz kurz, um mich umzusehen. Okay, da ist nichts. Was? Hallo? Jetzt sind wir natürlich wieder alleine. Es war ja so klar. Es war ja sowas von... Tower Link. Sowas von... Okay, die Tür geht nicht auf. Ich dachte, die geht offen, oder? Was? Was? Hallo? Okay, die Tür geht auch nicht auf. Also müssen wir hier was drücken. Dann machen wir es mal. Call. Na toll. Bis hier was kommt, kriegen wir doch bestimmt Besuch. Hundertprozentig. Die Frage ist nur was? Hallo? Warum wird die Musik so dramatisch? Mach die Tür auf! Alter, mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Oh. Oder sowas, oder? Boah. Hä? Was ist los? Hm? Ja, liebe Leute, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr alle so zahlreich einschaltet. Wahnsinn. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Let's Play Live Show. Falls ihr mich besuchen möchtet, einfach mal Werbung eingeben. In dem Chat, dann seht ihr meinen YouTube-Channel. YouTube-Channel ist ReflexGER. Ja. Sammle die Baupläne verschiedener und besserer Geräte. Baupläne um. Ripley den Bau. Kombinieren Sie verschiedene Geräte um. Das konnte ich jetzt gar nicht so schnell lesen. So, Ziel aktualisiert. Finden Sie einen Aufzug zur Sexon Kommunikations. Haltestelle für Sexon Communication Technologies, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Aha, Sexon. Wissen wir es auch mal? Sexon heißt das Ganze. Und hier sind wieder jede Menge Spinde zum Verstecken. Und ich gehe davon aus, dass wir... Okay.
Okay, die Bahn ist weg. Neuverkabelung zugreifen. Nutzen Sie Neuverkabelung, um Systeme im umliegenden Bereich ein- und auszuschalten. Systeme teilen sich eine begrenzte Stromversorgung. Systeme ausschalten stellt den Strom zur Verfügung, um andere einzuschalten. Den rechten Stick zu einsehen der Karte auf der rechten Seite, auf der die Positionen von öffentlichen Systemen angezeigt werden. Begeben Sie sich in neue Bereiche, starten Sie Ablenkungsmanöver und experimentieren Sie mit Sevastopol-System, um Ihnen zu Ihrem Ziel zu verhelfen. Ach du Scheiße. Lautsprechersystem, instabiles System. Aktiv? Man hat nur verschiedene. Ach, Punkte auch noch dafür. Ach du Kacke. Na toll. Wo gehen wir denn als erstes hin? In die Workplace Solutions? Oder was haben wir hier? Okay, können wir auch wieder einen Transistor rufen. Oder wir gehen in die Lorenz. Oder wir gehen in Lorenz Hightech Lobby. Ich gehe erstmal speichern. Erstmal viel, viel wichtiger, erstmal zu speichern, als wie zu entscheiden, wo wir hingehen. So, das haben wir getan. Ja, zwei Möglichkeiten. Ne, drei, sogar die U-Bahn. Hier haben wir auch nochmal eben so ein. Die Neuverkabelung. Schauen wir mal eben, ob wir da irgendwie noch ein. Stromreserven 0. Netzwerkkapazität 1 von 2. Kann man das ändern? Achso, man kann das trotzdem ändern. Lautsprechersystem, instabiles System. Lautsprecher ist da hinten. Das wäre quasi hinter uns. Dann werden wir das mal aktivieren. Das ist da, genau. Dann machen wir das mal. Schauen wir mal. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Gehen wir mal hier in diese Lobby. Oh mein Gott. Hallo? Ich hatte mich mit Excel ein bisschen sicherer gefühlt, weil der eine Waffe hatte. Plasmaschneider benötigt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr zurückkommen zu der einen Dings, weil wir da noch nicht unser Gerät hatten. Das hört sich ein bisschen an wie beim Zahnarzt gerade. Hier können wir uns wahrscheinlich nur verstecken, ne? Genau. So. No weapons allowed steht da hinten. Das ist schon mal gut. Da ist die Lobby. In der Richtung geht auf jeden Fall die Lobby. Ich schaue mal eben kurz hier, was wir hier haben. Da ist auf jeden Fall ein Schacht.